Ich habe vor schockierend langer Zeit, wie Sie es gesagt haben, in Freiburg Biologie studiert, dort promoviert, habe mich dort habilitiert. Und einer meiner Lehrer während des Biologiestudiums in den 1970er Jahren pflegte zwischen der kleinen und der großen Evolution zu unterscheiden. Erstere, die kleine Evolution, sei ein Naturphänomen und werde durch biologische Theorien erfasst, verbunden mit geologischen und kosmologischen Theorien und so weiter. Letztere, die große Evolution, sei eine übergreifende metaphysische Welterklärung, die, wie er als Biologe und Genetiker voller Staunen immer wieder sagte, vom Wasserstoff bis zum Geist reiche. Nun, seit den 1970er Jahren hat die Evolutionsbiologie vor allem durch die moderne Genetik dramatische Fortschritte gemacht. Während der weltanschauliche Evolutionismus, die große Evolution, davon erstaunlich unberührt blieb. Ich erstaune also immer wieder, wie evolutionistische oder naturalistische Literatur mit überaus simplen Vorstellungen auskommt von dem, was sie für Darwinismus halten. Im folgenden Impuls möchte ich deswegen zuerst den Stand der biologischen Evolutionstheorie umreißen, wie das eben möglich ist in diesem kurzen Rahmen, und mit einem besonderen Blick auf die Epigenetik und dann anschließend einige weltanschauliche Anmerkungen machen. Schließlich war das mein Job als Weltanschauungsbeauftragter über viele Jahre. Nun zuerst zur modernen Synthese. Das ist der Begriff, der sozusagen den Stand der sich fortentwickelnden Theorie seit Mitte des letzten Jahrhunderts ungefähr bezeichnet. Mit welchen Naturphänomenen befasst sich die biologische Evolutionstheorie denn eigentlich? Nun, das ist relativ simpel gesagt. Ihre Aufgabe ist es, einmal den Wandel der Lebewesen im Laufe ihrer Abstammungsgeschichte zu beschreiben. Das kennen Sie als Stammbäume, als Deszendenztheorie, Paläontologie und so weiter. Also sie hat eine beschreibende Seite. Und zum anderen die Kausalzusammenhänge aufzuklären, die diesen Wandel steuern und eben die geschichtliche und gegenwärtige Fülle der Lebenswelt hervorbringen. Das heißt, es gibt eine beschreibende und eine kausale Theorie. Und natürlich ist die, falls niemand hier sein sollte, der auch die Beschreibung bestreitet, ist die kausale Theorie von besonderem Interesse. Nun, das bedeutet, dass einige der komplexesten Phänomene, die es in der Natur gibt, in den Aufgabenbereich der Evolutionstheorie fallen. Denn Organismen sind Phänomene des Mesokosmos, des mittleren Kosmos mittlerer Größe, der Welt mittlerer Dimensionen. Sie haben weder die verblüffende physikalische Einfachheit des Mikrokosmos, der Elementarkräfte, der Quarks und der Elementarteilchen, noch weisen sie die erhabene Einfachheit des Makrokosmos auf, der Sonnenentwicklung, der Flucht der Galaxien, der Singularität des Urknalls, der kosmischen Hintergrundstrahlung und so weiter. Es mag Sie überraschen, wenn ich das sage, das sind nicht einfach zu verstehende, aber formal außerordentlich einfache Naturphänomene verglichen mit einer einzelnen Zelle, selbst mit einem Zellkern oder mit einem Mitochondrium. Das heißt, lebende Systeme, die Systeme des Mesokosmos, sind ungeheuerlich komplex. Und die Entwicklung in der Zeit, die Evolution, fügt weitere Dimensionen der Komplexität hinzu. Selbst modellhafte Erklärungen einer evolutionären Veränderung müssen immer Prozesse auf mehreren Ebenen berücksichtigen, auf denen die Systembestandteile jeweils nach ihren Eigengesetzlichkeiten interagieren. Eine molekulare Ebene, eine zelluläre Ebene, physiologische Ebene im vielzelligen Organismus,
Verhaltensweisen, also eine ethologische Ebene, wenn Sie so wollen, eine psychologische Ebene, eine ökologische Ebene der Interaktion von Lebewesen mit der Umwelt und miteinander. All diese Ebenen sind durch kausale, aufsteigende und absteigende Wechselwirkungen miteinander verbunden. Das heißt, sie wirken nicht nur auf einer Ebene aufeinander ein, sondern auch aufeinander. Molekulare Änderungen ziehen physiologische nach sich, anatomische Änderungen, ökologische Konsequenzen und so weiter. Welche Einzeltheorien dann jeweils anzuwenden sind, auch einzelne Beschreibungen, das kann ich jetzt nicht ausführen, aber es ist klar, dass eine Erklärung von Evolutionsprozessen immer Theorienkomplexe erfordert. Es geht außer in äußerst einfachen Ausnahmefällen, ja, Bakterien im Reagenzglas oder sowas, sind es immer Theoriekomplexe, die herangezogen werden müssen. Und es gibt es, und es ist ein erster wichtiger Punkt zu berücksichtigen, die Charakteristika jeder Systemebene können nicht vollständig durch die einer unteren Ebene erklärt werden. Das heißt, die Komplexität dieses Gesamtsystems Entschuldigung, ist nicht beliebig reduzierbar. Das ist keine philosophische Aussage, muss ich warnend sagen. Das ist eine rein naturwissenschaftlich-theoretische Aussage. Das heißt, Erklärungen für Evolutionsprozesse sind nicht beliebig, zum Beispiel auf die molekulare Ebene herunter zu transformieren. Das bedeutet nicht beliebig reduzierbar. Ökologische Prozesse sind nicht beliebig auf einzelne Verhaltensmuster rückführbar und so weiter. Das hat zwei Konsequenzen. Erstens, die Erklärungstiefe ist prinzipiell eingeschränkt von solchen Erklärungen. Das gilt übrigens nicht nur für die Evolution, das gilt für außerordentlich komplexe, nicht-lineare Prozesse, das will ich jetzt nicht näher erläutern, grundsätzlich. Gilt auch in der Physik. Ja, da gibt es in der Physik ganze Literaturberge darüber, über die Reduzierbarkeit oder Nicht-Reduzierbarkeit komplexer Systeme. Ob diese Einschränkung prinzipieller Natur ist, Stichwort starke Emergenz, oder nur praktischer Natur, schwache Emergenz, das brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren. Die schwache Emergenz, also die praktische Einschränkung, reicht aus, um die Erklärungstiefe zu beschränken. Allerdings, und das ist mein zweiter Punkt, bedeutet diese Nichtreduzierbarkeit nicht, dass die Naturwissenschaft nicht mehr zuständig wäre. Es gibt manchmal so sozusagen wissenschaftstheoretisch etwas einfache Vorstellungen, dass Prozesse, die nicht sozusagen prinzipiell reduzierbar sind auf Chemie oder Physik, meistens wird dann die Physik angeführt, deswegen sozusagen keine naturwissenschaftlichen erklärbaren Prozesse mehr seien. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern das bedeutet lediglich, dass für die Theoriebildung nötige Konzepte entsprechend dann Systemeigenschaften einer Ebene gebildet werden müssen und sozusagen nicht weiter aufgelöst werden können. Dass Sie zum Beispiel den Begriff der Art in der systemischen Evolutionstheorie nicht auflösen können in Richtung Molekularbiologie oder sowas, sondern steht, wie er ist, ja, in diesem Theoriekomplex. Nun, fragen Sie sich vielleicht, was hat das alles mit Evolutionstheorie zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun, denn der nächste Schritt ist die Frage, wenn das so ist, wenn die kausale Evolutionstheorie mit einem derart komplexen und vielschichtigen System zu tun hat, in welchem Verhältnis steht dann dieser, ja, sehr formale, abstrakte Formalismus, der
den man meistens mit dem Namen von Charles Darwin in Verbindung bringt, nämlich die Selektion, die von Variationen und die damit bewirkte Veränderung, durch Umwelteinwirkungen bewirkte Veränderung. In welchem Verhältnis steht dann diese Theorie, die ich später noch näher umreißen werde, dazu dient dann auch das ausgeteilte Papier, zu diesem überaus komplexen Geschehen? Ich kann das... Nun, die Antwort darauf ist relativ simpel, wird aber sehr oft in der Diskussion missachtet. Es handelt sich um eine Rahmentheorie, in der es sozusagen um eine Bedingung, der sämtliche noch so komplexen und vielschichtigen Prozesse folgen müssen im Rahmen der evolutionären Veränderung. Das war jetzt furchtbar abstrakt, deswegen möchte ich es Ihnen einfach einmal ein Beispiel erläutern. Ich habe mich vor einiger Zeit, das war zum Teil im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit kreationistischen Ideen, mit der Evolution des Fledermausfluges beschäftigt. Es gab auch noch andere Beispiele. Der Fledermausflug, also deswegen habe ich gedacht, das geht auch ohne Bilder. Sie haben ja alle eine Vorstellung, was das ist, dass die fliegen können und übrigens auch sehr gut fliegen können. Das ist deswegen interessant evolutionstheoretisch, weil es eine sehr folgenreiche Innovation ist. Also es ist nicht nur irgendeine Weiterentwicklung und Funktionsverbesserung im kleineren Rahmen. Das ist eine massive Innovation, wenn ein sozusagen kleiner baumlebender Insektenfresser plötzlich aktiv fliegt. Passives Gleitfliegen ist ziemlich häufig in der Natur. Aber aktives Fliegen haben bei den Wirbeltieren, zu denen wir auch gehören, insgesamt nur drei Gruppen erreicht. Die Vögel, die Fledermäuse und die inzwischen dahin geschiedenen Pterosaurier. Wie ging das? Ich kann Ihnen nicht die ganze Untersuchung wiedergeben, aber es ist ja klar, wenn man so einen Übergang erklärt, so einen, von einem vermutlich bereits gleitfliegenden, baumbewohnenden kleinen Insektenfresser zur aktiv fliegenden Fledermaus, dass hier, so wie ich es vorher gesagt habe, Prozesse auf mehreren Ebenen ablaufen müssen. Ich fange mal von oben nach unten an, natürlich ökologische. Man muss eine ökologische Hypothese haben, wenn möglich mit ein bisschen empirischen Belegen aus der Paläontologie, dass die baumlebend waren, vielleicht gleitfliegend waren. Das kann man natürlich nicht mehr beweisen. Wir können keine Zeitreise ins Eozän machen, wo es stattfand, aber man kann gewisse Belege dafür finden. Man muss etwas über die Anatomie der Flughäute und Flugorgane der heutigen Fledermäuse wissen, um eine Vorstellung davon zu bilden, wie sich sowas entwickeln kann. Man muss etwas über die ontogenetische Steuerung wissen, das heißt, wie von der Zygote einer bei der Fortpflanzung der Fledermaus über den Embryo, wie wird es eigentlich gesteuert, dass kein normales Vordergliedmaß rauskommt, sondern so eine Flughaut. Das ist ziemlich kompliziert, aber inzwischen auch ziemlich gut bekannt durch die Fortschritte der sogenannten evolutionären Entwicklungsbiologie. Man muss etwas über die Steuerung dieses Prozesses wissen. Man sollte lebende Fledertiere, so heißen die zoologisch, möglichst genomisch miteinander verglichen haben. Das ist ja inzwischen technisch gar nicht mehr so aufwendig. Also über die rezenten Arten hinweg wissen, wie unterscheiden die sich genetisch, da kann man Rückschlüsse drauf ziehen, wie das alles kam und so weiter. Es ist also außerordentlich kompliziert und Sie werden jetzt fragen, ja, wie kommt jetzt hier eigentlich die Selektion ins Spiel? Nun, ziemlich schwierig, denn, und das ist ein wichtiger Punkt, zu dem ich später noch kommen werde, zu sagen, naja, diese ganze Fliegerei hatte einen enormen Selektionsvorteil, das ist schlicht banal. Ja. Das sagt uns erklärend überhaupt nichts.
warum und wieso, können wir vielleicht in der Diskussion noch sagen. Gehen wir mal davon aus, dass es einen Selektionsvorteil hatte. Das festzustellen sagt uns so gut wie nichts in Richtung einer kausalen Erklärung. Das heißt, sozusagen Erklärungen auf der Ebene dieser Rahmenbedingungen der Selektion sind immer nur modellhaft und hypothetisch möglich, jedenfalls wenn es um vergangene Evolutionsprozesse mit großer Innovationswirkung geht. Und was jetzt das Maß der Fitness, über das ich gleich noch was sagen werde, angeht, das lässt sich hier nur sehr wenig direkt sagen. Ja. Das ändert nichts an der formalen Stringenz des Konzeptes, aber man muss eben unterscheiden, wie gut bestätigt ist die Rahmentheorie und wie gut sind Erklärungen für Einzelprozesse. Da kann ein erheblicher Unterschied sein. Nun, wenn wir mal so weit sind, dann wäre es ganz interessant, jetzt zu fragen, aber dieser Formalismus, diese Rahmentheorie, in der sozusagen alles als Grundbedingung mit enthalten ist, was in großer Vielfalt evolutionär passiert, wie sieht die eigentlich genau aus? Oder genauer, genau würde ein sozusagen Semester mindestens verlangen. Ja. Ich habe das versucht zu umgehen, indem ich dieses Blatt ausgeteilt habe mit zwei Teilen, das jetzt versucht, die Grundstruktur dieses Formalismus und Erweiterungen dann im zweiten Teil möglichst kurz zusammenzufassen. Ich werde allerdings diese einzelnen Punkte erläutern und diesen Formalismus der Selektionstheorie in 6 Schritte aufgliedern. Das ist der erste Teil. Erster Punkt: Organismen, die sich sexuell fortpflanzen, es gibt auch andere, aber wir beschränken uns jetzt auf das, was im Großen und Ganzen der Fall ist, existieren als Genotypen und als Phänotypen. Wenn Sie diese Begriffe nicht kennen, also es geht ja immer um die Spezies, hat einen bestimmten Genotyp, der also einen Gesamtkomplex genetischer Information, der klar abgegrenzt ist von anderen Spezies, sonst handelt es sich nicht um Spezies, ja. Und einen Phänotyp, das heißt, er hat Erscheinungsformen der fertigen lebenden Organismen. Und die gehen im Wechselspiel von Generation zu Generation auseinander hervor. Der Phänotyp produziert Keimzellen, Gameten, die durch Rekombination dann die erste Zelle des neuen Phänotyps hervorbringen, die Zygote, und damit deren Genotyp in der nächsten Generation erzeugen. Und der zweite Punkt, der nicht vergessen werden darf, das Genom erzeugt wiederum den Phänotyp, da es das Genom ist, das dessen Entwicklung von der Keimzelle zum fertigen Organismus steuert bzw. reguliert. Es ist schon seit Jahrzehnten bekannt, dass das System aus Phänotyp und Genotyp formal beschrieben werden kann als ein selbstreplizierender Automat, der ganz bestimmte formale Eigenschaft haben muss. Das geht auf John von Neumann zurück. Wie das genau funktioniert, will ich mir jetzt mal hier sparen, aber es gibt ganz formale Bedingungen, unter denen ein solches System funktionieren kann, und die biologische Spezies erfüllt diese Bedingungen. Zweiter Punkt: Der Regelkreis zwischen Genotyp und Phänotyp, es handelt sich formal informationstheoretisch gesehen um einen Regelkreis, der muss funktionieren, wenn die Spezies weiter existieren soll, und das führt zu systembedingten Einschränkungen, sogenannten Constraints, möglicher genetischer Veränderungen und damit möglicher Evolutionsschritte. Die Evolution kann nicht alles machen, was nützlich ist. Deswegen sind solche oberflächlich selektionistischen oder adaptionistischen Erklärungen
nahezu immer falsch. Ja. Sondern es kann nur etwas geschehen an Veränderungsprozessen, was das System nicht zum Absturz bringt. Kann man sich mit einem Computerbeispiel gut vorstellen. Also, Sie können noch so tolle Funktionen haben wollen in Ihrem Computer, wenn Sie den Computer zum Absturz bringen, dann wird das nichts. Was sicher schon alle mal beim Versuch, ein neues Programm zu installieren, erlebt haben. Ja. So ähnlich geht es mit der Evolution auch. Günter Osche, auch ein Freiburger Evolutionsexperte, hat es so schön ausgedrückt, dass er sagte, die Evolution kann nicht wegen Umbau schließen. Das hat jetzt verschiedene Seiten. Das hat sehr wichtige Konsequenzen auf die Evolutionary Trajectories, also die evolutionären Bahnen, die Spezies einschlagen können oder nicht. Solche Einsichten wurden ebenfalls schon seit Jahrzehnten von der sogenannten Systemtheorie der Evolution formuliert und gingen damals in die moderne Synthese der Evolutionstheorie ein. Nun der dritte Punkt. Und hier kommen wir jetzt zu dem, was die meisten Leute im Kopf haben bei dieser Theorie. Der dritte Punkt ist, Variationen des Genoms, des genetischen Codes, also die durch Mutation, Gentransfer und so weiter, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, Replikationsfehler und so weiter entstehen, produzieren oft, keineswegs immer, aber oft auch Varianten des Phänotyps. Das heißt, in diesem Wechselspiel zwischen Genotyp und Phänotyp bedeuten Variationen des Genotyps häufig auch Variationen des Phänotyps. Und diese Variationen des Phänotyps weisen nun oft, keineswegs immer, in Abhängigkeit von Funktionen und den Erfordernissen von Organismus und Umwelt unterschiedliche Fortpflanzungswahrscheinlichkeiten auf. Hier kommen wir endlich zum Begriff der Fitness. Das heißt, wir haben eine Rückkopplung, die nicht nur sozusagen die Rückkopplung eines selbstreproduzierenden Automaten ist, sondern eine Rückkopplung, die spezifische Information über den, wenn Sie so wollen, den Erfolg, also einer Änderung in der Umwelt, im Organismus selbst auch und in der Umwelt, zurückmeldet an das Genom. Und zwar schlicht durch die unterschiedlichen Häufigkeiten. Sich verschiebende Häufigkeiten sind Informationen, sogar im allereinfachsten Sinn, Shannon's Sinn. Das heißt, es handelt sich nicht um eine simple Feed-Forward-Steuerung bei der Evolution. Es ist nicht richtig zu sagen, sozusagen alles passiert im Genom, sondern es handelt sich um einen echten Regelkreis. Und in diesem Regelkreis kann sich dann unter Umständen das Genom der Spezies verändern und durch diesen Selektionsprozess erhält die Evolution eine funktionale Richtung. Man nennt es manchmal Teleonomie im Unterschied zur philosophischen Teleologie. Das heißt, nicht funktional ausgerichtete Änderungen werden, wenn man so will, funktional ausgerichtet durch diesen Selektionsprozess. Und das Maß für die Zunahme, die Abnahme oder auch die Stabilität genetischer Varianten ist eben diese berühmte Fitness. Um die Selektion adaptiver genetischer Veränderungen in dies einem solchen Regelkreis zu ermöglichen, müssen, und das ist der nächste Punkt, Veränderungen des genetischen Codes an die nächste Generation weitergegeben werden. Das heißt, es muss eine passive Selbstreplikation des Genoms geben, was es ja auch tut, natürlich. Während erworbene Modifikationen des Phänotyps aber gerade nicht weitergegeben werden dürfen. Sie müssen vielmehr in der Regel verworfen werden. Und genau das geschieht bei der Erzeugung der Gameten durch Reifeteilung, durch Meiose. Es ist wichtig, auch für die Diskussion um die Epigenetik, das ist kein
beschreibende Aussage. Beschreibend ist ja auch, weil wir wissen, dass tatsächlich passiert, sondern dass es ein Systemerfordernis dieses Systems. Wenn das nicht geschieht, haben wir eine andere Form der Fortpflanzung und Fortentwicklung. Die kann man auch Evolution nennen, aber es ist dann nicht mehr das, was diese sozusagen Regelkreis aus Genotyp und Phänotyp normalerweise erzeugt. Nun den nächsten Punkt, das mit der Rekombination und den Fitness- und Fortpflanzungsrand, das lasse ich mal weg. Darauf komme ich später noch mal kurz zurück, weil Fitness ist ein wesentlich theoretisch komplizierterer Begriff, als man normalerweise so im Spiegel oder in Fokus liest. Denn formal logisch zu definieren, hat erhebliche Schwierigkeiten. Das hat zu tun mit der sexuellen Fortpflanzung. Egal, der letzte Punkt. Es gibt einen Gegenspieler der Selektion, nämlich die zufällige oder stochastische, wenn man so will, Gentrift. Das heißt, Veränderungen der Häufigkeit von Varianten im genetischer Information kann ja auch andere Gründe haben als die selektive Rückmeldung aus der Umwelt, Naturkatastrophen, Separation kleiner Populationen und so weiter. Wir wissen inzwischen, auch das ist schon lange eingegangen in die Evolutionstheorie, dass diese stochastische Gentrift einen erheblichen Einfluss auf die Evolution haben kann unter bestimmten Umständen. Welche das sind, erklärt die Populationsgenetik. Im Wesentlichen hängt es von Populationsgrößen und Mutationshäufigkeiten ab. Nun, das war jetzt der sozusagen etwas gewaltsame Kurzdurchgang durch die Prinzipien der Selektionstheorie. Mir ist es wichtig, dass Sie daran sehen, der Formalismus ist nicht ganz einfach zu verstehen. Er hat eine Reihe ziemlich abstrakter Seiten und es ist nicht verwunderlich, dass sich das in der populären Wahrnehmung manchmal äußerst verzerrt abbildet. Jetzt der nächste Punkt. Handelt es sich bei den Fortschritten der Evolutionstheorie, die es seit der Formulierung dieser modernen Synthese, das war 1942 der Ausgangspunkt, Julian Huxley hat diesen Begriff geprägt mit einem Buchtitel. Was sich seither getan hat, lässt sich das als Paradigmenwechsel oder gar als Revolution beschreiben oder eher als Erweiterung. Nun, um das zu beantworten, sollten wir einen Blick auf die Erweiterungen werfen, die, und das merkt man schon, wenn ich mir dann die Liste anschaut, nicht die grundsätzlichen Prinzipien dieses Formalismus betreffen, sondern vor allem das, was oft in extremer Komplexität auf den verschiedenen Ebenen des lebenden Systems abläuft. Hier wissen wir eben sehr viel mehr als 1942 und da hat es ständig Erweiterungen gegeben. Die will ich nur kurz auflisten. Erster Punkt, es wurden Erkenntnisse der Entwicklungsphysiologie, vor allem über die genetische Steuerung der Ontogenese, also der Entwicklung des Organismus, in die Evolutionstheorie integriert, Stichwort Evo-Devo. Das hat die Erklärungsmöglichkeiten für Innovationen, auch beim Beispiel der Fledermaus, sehr erweitert. Weil man inzwischen weiß, dass relativ geringe genetische Änderungen im Rahmen der steuernden Gene erhebliche koordinierte Änderungen des Bauplans nach sich ziehen können. Dann das ökologische Konzept der Nischenkonstruktion, da brauche ich nichts dazu sagen, groß, das wurde schon erwähnt, das eben theoretisch berücksichtigt, dass Organismen Selektionskräften nicht nur passiv ausgesetzt sind, sondern dass sie ihre Umwelt aktiv verändern und damit, so wird es manchmal ausgedrückt, eben nicht nur ein genetisches Erbe der Spezies, sondern auch ein ökologisches Erbe der Spezies produzieren, das nun ebenfalls in diesen Regelkreis zwischen Genotyp und Phänotyp eingreift.
Dann, und es ist ein äußerst wichtiger Punkt für die Diskussion um die Epigenetik, die nicht genetisch bedingte Plastizität der Lebewesen führt dazu, dass Phänotypen abhängig von Umwelteinflüssen viel stärker variieren können als ihr Erbgut. Also die Genotypen der einzelnen Individuen variieren, aber die Phänotypen variieren viel stärker, weil sie im Rahmen ihrer Ontogenese, also ihrer Entwicklung, natürlich auf Umwelteinflüsse reagieren, zum Teil vorprogrammiert, gesteuert vom Genom, zum Teil auf höheren Ebenen der Entwicklung, also wenn sie Magengeschwüre entwickeln, aufgrund von äußerem Stress, dann hat es nichts mit dem Genom zu tun, in aller Regel höchstens prädisponierend, sondern das passiert auf höheren Ebenen ihrer Physiologie, was da schief läuft. Aber auf jeden Fall ist die Plastizität der Lebewesen auf der phänotypischen Ebene natürlich sehr groß, und das spielt eine wichtige Rolle auch für die Evolution, weil diese Plastizität sozusagen Vorstufen genetischer Veränderungen bilden kann. Man hat dieses Prinzip schon jahrzehntelang intensiv diskutiert. Das heißt, wenn heute im Rahmen der Diskussion um die Epigenetik manchmal der Eindruck entsteht, synthetische Evolutionstheorie hätte sozusagen eine rein genetische Vorstellung von Variabilität, dann ist es schlicht nicht der Fall. Ich habe schon im Studium in den 70er Jahren anhand meistens von Pflanzenmodellen, die den Zusammenhang zwischen Modifikationen, so hat man damals gesagt, also phänotypischen Modifikationen und Evolutionsprozessen diskutiert. Die Epigenetik hat eigentlich, und das ist der nächste Punkt, lediglich die Aufmerksamkeit stark darauf gerichtet, dass diese Modifikationen bereits am Genom, also ansetzen können, was früher bekannt war. Immerhin hat Jacques Monod für solche Untersuchungen schon, ich glaube 1960, den Nobelpreis erhalten, aber was nicht annähernd diesem Ausmaß bekannt war wie heute, dazu war der Fortschritt der modernen Genetik nötig, um das abzusehen. Darüber werde ich noch etwas mehr sagen. Dann zwei weitere Punkte, die ich jetzt hier nur erwähnen will, weil sie im Kontext dieser Tagung jetzt keine so große Rolle spielen. Die neutrale Evolution, neutrale molekulare Evolution, muss man sinnvollerweise sagen, und die mathematische Modellierung von Selektionsprozessen auf der höheren Ebene als dem einzelnen Phänotyp, also auf Gruppenebene, auf Selektionsebene. Da hat sich sehr viel getan, das lassen wir mal weg, aus Gründen der Vereinfachung. Die hier Stichwort aufgelisteten Theoriebestandteile, die ich gerade kurz umrissen habe, setzen, und es wird ja deutlich, wenn man diese Liste anschaut, die Rahmenbedingungen der natürlichen Selektion nicht außer Kraft. Das heißt, es hat ständig Erweiterungen der modernen Synthese gegeben, seit Jahrzehnten in einer fortlaufenden Entwicklung. Und ich persönlich finde es außerordentlich schwierig, jetzt zu entscheiden, ob diese Erweiterungen sich derart angesammelt haben, dass man von einem Paradigmenwechsel sprechen kann, oder ob sie sich nicht hinreichend angesammelt haben und man deswegen bei Erweiterungen bleibt. Ich habe extra nachgeschaut, ich habe keine klaren Kriterien für den Unterschied zwischen paradigmatischer Veränderung und dem Fortschritt der Normal Science, hat Guggenheim das gefunden. Deswegen würde ich mich da gern raushalten aus dieser Debatte und sagen, Geschmackssache. Ja. Es gibt, das ist übrigens auch auf der höchsten Forschungsebene umstritten. Ich könnte Ihnen zwei Beispiele von Spitzenforschern sagen, die da völlig unterschiedlicher Ansicht sind. Wie gesagt, ich denke, Geschmackssache. Nun aber die Epigenetik, wie steht es denn damit? Der Begriff Epigenetik wurde von Conrad Waddington,
wer auch immer das war, schon 1942 geprägt. Das heißt, der Begriff Epigenetik ist so gut wie zeitgleich mit dem Begriff synthetische Theorie der Evolution. Er ist praktisch gleichzeitig entstanden und es gab auch immer eine enge Wechselwirkung in der Theorieentwicklung. Allerdings bezeichnet bei Waddington der Begriff Epigenetik, wie das Wort auch sagt, alles, was sozusagen oberhalb des Genoms passiert, also sämtliche Regulationsprozesse, die in die Ontogenese eingreifen und so weiter. Ich habe da kurz drüber gesprochen. Wichtig ist auch in der Begriffsgeschichte Rupert Riedel, der Systemtheoretiker der Evolution, der hat nämlich in einem ähnlichen Sinn den Begriff des epigenetischen Systems geprägt. Und wieder meint er damit alle Regulationsprozesse, die zu differenziellen Systemzuständen führen während der Entwicklung. Ich habe es schon gesagt, diese Ergebnisse gingen alle schon vor Jahrzehnten in die synthetische Theorie ein. Wenn man heute die Begriffsverwendung in der Literatur betrachtet, ist sie sehr viel enger. In aller Regel werden nur noch sozusagen erworbene Merkmale als epigenetisch bezeichnet, die nicht durch Sequenzen des Genoms kodiert sind und die erblich sind. Also Erblichkeit, was auch immer das genau bedeutet, und nicht vom Genom kodiert, das ist Epigenese. Ein großer Teil der Wirrnis in der Debatte um die Epigenetik rührt daher, dass man diese beiden Begriffsebenen nicht auseinanderhält. Also was meint das Wort eigentlich? Meint es sämtliche Regulationsprozesse, die sozusagen jenseits des Genoms selbst in die Entwicklung des Phänotyps eingreifen? Oder meint man spezifische, nicht genetische, erbliche Faktoren damit? Das ist ein Riesenunterschied. Also man sollte, wenn man das Wort benutzt, klarstellen, was man eigentlich damit meint und diese beiden Bedeutungen auch wirklich auseinanderhalten. Weil sozusagen regulatorische und steuernde Einflüsse auf das Genom durch die Umwelt sind natürlich selbstverständlich. Anders kann Ontogenese gar nicht funktionieren. Dass zum Beispiel die Methylierung des Genoms, ich denke, das wurde schon erwähnt, also bestimmter Genorte, dauernd stattfinden muss, das liegt schon daran, dass wenn sich ein vielzelliger Organismus entwickelt, ich zum Beispiel, ja, na gut, da tut sich jetzt nicht mehr so viel, aber mal ursprünglich, dann spezialisieren sich ja Zelltypen. Die Zygote ist, sag mal, omnipotent und danach aber meine Zelltypen, also meine Muskelzellen, meine Neuronen, wenn es geht, bitte auch nicht, sollten ja ihre Funktion nicht mehr ändern, ja, sondern sollten diese Typen bleiben und das geschieht weitgehend, nicht vollständig, aber zum erheblichen Teil durch Methylierungsprozesse. Das heißt, Methylierung von Genorten ist ein allgegenwärtiger Prozess. Der hat daneben auch noch zu tun mit Stabilisierungsprozessen, Abwehr von Schäden bei der Fortpflanzung. Aber Zellen, die sich normal teilen, also nicht in der Keimbahn, sondern wenn meine Muskelzellen, was selbst im Alter noch der Fall ist, wachsen können, ja, Muskelmasse bilden können durch Zellteilung, dann muss natürlich diese spezifische Methylierungsmuster erhalten bleiben, sonst wird es nichts. Das heißt, paradigmatisch neu, wenn man jetzt diesen Begriff Paradigma verwenden will, ist das alles überhaupt nicht. Auch, dass das unter Umwelteinfluss geschieht, ist auch überhaupt nicht neu. Es ist natürlich völlig richtig, dass mit dem methodischen Wachstum meiner Muskelzelle nicht viel sein wird, wenn ich mich nicht bewege. Ja. Das heißt, die Umwelt hat natürlich einen starken Einfluss darauf, was passiert. Aber paradigmatisch neu wäre nur, wenn solche Änderungen erblich in einem strengen Sinn wären. Und das sind sie natürlich normalerweise nicht, sondern
wie man ja, wie viele Eltern mit großem Bedauern feststellen, der sportliche und muskulär gestärkte Vater hat, und das ist jetzt wirklich so, hat keine an sich sportlicheren Kinder, ja, sondern die müssen schon selber trainieren. Vererbt vielleicht günstige Prädispositionen, das ist durchaus möglich, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Aber wenn die nichts tun, dann werden die sich nicht auswirken oder wenig auswirken. Und nun, das ist jetzt das Problem der Diskussion um die Epigenetik, dass die Hinweise auf stabile erbliche Veränderungen sehr schwach sind. Es ist auch an sich ein heikler Punkt, und ich habe Ihnen vorher erklärt, dass der gut belegte Evolutionsmechanismus zwischen Genotyp und Phänotyp das ausschließt, aus Systemvoraussetzungen. Es darf nicht passieren, sonst wird dieser sozusagen evolutionäre Anpassungsmechanismus gestört. Oder, das ist dann natürlich eine Möglichkeit, es wäre dann ein paralleler, ganz anderer Mechanismus, der auch noch daneben wirken würde. Wenn Sie mir noch ein paar Minuten gestatten, dann kann ich noch was sagen, was kommt denn überhaupt in Frage als erblich? Man kann ja so fragen, was ist denn überhaupt bekannt, was in Frage käme als doch erbliche Modifikation des Genoms. Dazu muss man noch zusätzlich anmerken, erblich im Sinne der Evolutionstheorie bedeutet nicht nur Weitergabe an die nächste Generation oder an die übernächste oder auch an die vierte Generation. Damit können Sie keine Evolution machen. Solche Prozesse sind als Parental Imprinting gut bekannt, auch seit langem. Sondern Evolution erfordert natürlich stabile Weitergabe von Erben. Und stabil wiederum, das ist populationsgenetisch definiert, bedeutet, dass die spontane Veränderung oder der spontane Abbau geringer sein muss als sozusagen der Fitnessvorteil, den ein solches erworbenes Merkmal hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann verschwindet es. Ich habe hier ein Pflanzenbeispiel, das lasse ich mal weg. Es gibt eigentlich nur zwei mögliche Mechanismen, wie ein solches stabiles, erworbenes Merkmal weitergegeben werden kann. Sind einmal kleine regulierende Nukleinsäuresequenzen, die von den Gameten, also von Eizelle oder Samenzelle, transportiert werden können. Viel können die nicht transportieren, die Eizelle viel mehr, die Samenzellen, also die Spermien höherer Lebewesen, sind etwas dürftig dran, was das Plasma angeht. Aber ein bisschen was geht schon auch noch rein. Und es gibt, und das ist gut bekannt aus Pflanzen- und Tierbeispielen, regulierende, es sind RNA, genauso sein, regulierende RNA-Sequenzen, die tatsächlich nicht entfernt werden bei der Entstehung der Gameten, sondern erhalten bleiben, die allerdings in aller Regel nicht besonders stabil sind. Das heißt, nach einigen, wenn sie nicht wieder neu erzeugt werden, verschwinden sie nach einigen Generationen. Es ist gut möglich, das ist unbekannt, aber es ist sehr gut möglich, dass die Ergebnisse aus dem schwedischen Ort Överkalix, das wurde ja schon erwähnt, durch solche regulierende RNA-Faktoren zustande kommt. Man weiß es nicht, aber was dafür spricht, ist, dass der Effekt 3 Generationen und nicht länger anhält. Das wäre sehr typisch für eine solche Form von Parental Imprinting. Wie immer in der Biologie sind die meisten Beispiele von Pflanzen, ja, und die, die von Tieren stammen, sind von Drosophila, ja, also, oder von einem bestimmten Nematoden, den ich hier will. Also von so Modellorganismen beim Menschen ist es natürlich ganz schwer möglich, solche Dinge zu überprüfen.
Die andere Möglichkeit und die viel wichtigere, die manchmal auch hauptsächlich diskutiert wird, sind eben DNA-Markierungen, wie ich es schon erwähnt habe. Also von Markierungen von Genorten oder von Histonen, das sind bestimmte Proteine, die die DNA begleiten im Zellkern. Und da will ich jetzt nicht mehr drüber sagen, das haben Sie ja gehört, dass das Wichtigste, wieder auch nicht das einzige Beispiel dafür, sind Methylierungsmuster. Und nun ist es tatsächlich so, dass dieses Methylierungsmuster zwar prinzipiell gelöscht werden muss, im sozusagen Regelkreis zwischen Genotyp und Phänotyp, aber nicht immer und überall vollständig gelöscht wird. Vor allem bei Pflanzen scheint es nicht, auch bei höheren Pflanzen, nicht ganz so gut zu funktionieren wie bei den meisten Tieren. Es gibt da ein pflanzliches Lieblingsgeschöpf der Genetiker, das ist die Ackerschmalwand Arabidopsis, jawohl. Völlig insignifikanter Kreuzblütler, ja, der irgendwo in der Landschaft rumwächst, auch bei uns, und der nur einen einzigen Vorteil hat, dass er einen sehr schnellen Generationswechsel hat, deswegen lieben ihn die Genetiker. Da muss man nicht so lange warten, bis man endlich seine Promotion hinter sich hat. Bei der Ackerschmalwand ist also nachgewiesen, dass diese Methylierungsmuster tatsächlich nicht immer vollständig entfernt werden. Sehr komplizierte Sache im Einzelnen. Allerdings sind auch die nur metastabil. Also sie haben keine hohe Stabilität. Insgesamt gibt es also nur sehr schwache Belege dafür, dass diese Mechanismen, obwohl sie prinzipiell möglich sind, ja, also es, die Biologie ist so kompliziert, dass prinzipiell so gut wie alles möglich ist. Ja, aber gibt es nur sehr schwache Belege dafür, dass sie in der Evolution auf einer höheren Ebene, also Artbildung, Innovationen, irgendeine Rolle spielen. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das nicht der Fall ist. Ich will jetzt nicht alle anführen, aber ein wesentlicher Grund ist, dass es eine sehr große Zahl von Experimenten gibt, wo man versucht hat, selektiv, also monozygotische Populationen, die also im Genom völlig übereinstimmen, die aber phänotypisch verschieden sind, und das kann man ja relativ leicht erzeugen durch verschiedene Lebensumstände, die durch Selektion sozusagen zu einer Evolution zu bringen. Im Großen und Ganzen sind diese Versuche alle negativ ausgegangen. Wenn das Genom sich nicht ändert, kann man sagen, ändert sich im Prinzip nichts. Wie das Genom sich ändert, ich wiederhole das nochmal vom Anfang, ist allerdings ungeheuerlich kompliziert. Ja. Okay, damit wäre ich jetzt mit dem naturwissenschaftlichen Teil am Ende. Ich habe noch ein paar weltanschauliche Anmerkungen, die könnte ich aber, hoppsa, mit Einverständnis des Hauses auch in die Diskussion verlegen. Ja. Drei Punkte, stichwortartig. Erster Punkt, wie mein Beispiel der Fledermäuse und andere Beispiele gezeigt hat, sind kausale Erklärungen konkreter evolutionärer Innovationen, vor allem in der Vergangenheit, nur sehr schwer möglich. Die Aussage, es folgt den Rahmenbedingungen der Selektionstheorie, ist ja nicht an sich eine Erklärung für den Einzelprozess. Im Gegensatz dazu finden Sie in der populären Wahrnehmung, in der populären Literatur eine Riesenfülle von Stephen Gould hat das Adaptive Storytelling genannt, also Geschichten, wie das war, ja. Warum sind Männer promiskuiter als Frauen, falls sie das sein sollten? Warum ist sozusagen aus den ersten Vorfahren der Menschenlinie der Mensch hervorgegangen und so weiter und so weiter? Die Chance, dass diese kausalen Erklärungen richtig sind, tendiert stark gegen Null, weil uns dafür einfach die Daten fehlen. Also diese Adaptationsgeschichten
sind Just So Stories, das stammt auch von Stephen Gould, ja, Illustrationen einer Weltansicht, und die haben mit einer seriösen Analyse nichts zu tun. Wir wissen es schlicht nicht, und in vielen Fällen können wir es auch nicht wissen. Das ist der erste Punkt. Also man muss die populäre Wahrnehmung der Evolutionstheorie, den Evolutionismus, der sich da ausdrückt, wirklich sehr stark unterscheiden von der naturwissenschaftlichen Theorie. Auch nicht alle Biologen sind dazu imstande. Wir haben ein sehr trauriges Beispiel gerade durchs Internet kursieren. Egal, man muss das ganz klar zu unterscheiden. Und dummerweise sind auch die Gegenargumente gegen diesen Evolutionismus nicht immer frei von solchen Simplifizierungen. Herr Peitz und ich waren bei einer Tagung, wo Biologiedidaktiker empirisch nachgewiesen haben, dass selbst Lehramtsanwärter Grundbegriffe der Evolutionstheorie sehr häufig falsch verstehen. Und zwar richtig falsch. Also nicht nur verkürzt, sondern richtig falsch. Ja. Das ist nicht weiter verwunderlich, man muss das nur berücksichtigen. Ich weiß auch nicht, was sich die meisten Leute vorstellen, wenn sie das Wort Urknall hören. Aber ich vermute mal, dass Astrophysiker genau das Gleiche sagen würden. Ja, mit unseren Theorien hat es wirklich nicht viel zu tun. Okay, das war die erste Anmerkung. Also vorsichtig beim Umgang mit diesem populären Evolutionismus. Es ist sehr oft möglich, nicht gegen die Naturwissenschaft zu argumentieren, sondern mit der Naturwissenschaft gegen diesen Evolutionismus. Zweiter Punkt, der hat damit zu tun, den Kreationismus will ich mal weglassen. Es gibt, und das befeuert diesen Evolutionismus in der populären Kultur, eine in unserer Wissenschaftsgeschichte, auch in der Geschichte der Moderne, verankerte Sehnsucht nach der großen Einheitstheorie, die alles erklärt. Man kann es auch klassisch ausdrücken, nach dem ewigen Lehrbuch, wo dann endlich alles auf Dauer richtig ist. Dieses ewige Lehrbuch gibt es nicht und wird es nie geben, das sage ich jetzt mal ganz apodiktisch. Übrigens auch auf theologischer und philosophischer Seite nicht, da streite ich mich gern darüber. Diese Sehnsucht ist an sich verfehlt, und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei den Kritikern des Evolutionismus als auch bei den Vertretern des Evolutionismus. Und da finden Sie durchaus Spitzenforscher darin, die jetzt wieder mal die Sehnsucht haben, aus dem neuesten Stand der Forschung käme doch dieses ewige Lehrbuch heraus, wo man dann, was weiß ich, die Humanwissenschaften und die Philosophien alles drin auflösen könne. Das hatten wir schon oft und es hat noch nie funktioniert und wird auch dieses Mal nicht funktionieren. Dritter Punkt. Ich meine, und das ist ein Punkt, über den man durchaus streiten könnte, dass das evolutionistische und allgemein das scientistische Denken in unserer Kultur weit weniger durch weltanschauliche Argumente fixiert ist und weit mehr durch die alltägliche Lebenserfahrung der menschengemachten Umwelt. Das wurde vorher relativ ausführlich auch diskutiert. Also, dass der Mensch sein eigenes Schicksal ist, wird einfach in der Lebenswelt erfahren. Die Natur ist sein Schicksal und der Mensch in der Auseinandersetzung mit dieser Natur ist sein Schicksal, zum Guten wie zum Bösen, denn dass der Mensch sozusagen im Ringen mit den natürlichen Gegebenheiten sehr viel Böses anrichten kann, das ist, glaube ich, inzwischen auch allgemein gut geworden. Das heißt, ich bin Wissenschaftler, ich argumentiere sehr gern, ja, und bin da auch, glaube ich, gar nicht so furchtbar schlecht darin, sozusagen, solange mich die Vergänglichkeit nicht auch neuronal einholt. Ja. Aber ich denke nicht, dass es jetzt, und jetzt spreche ich wirklich aus einem kirchlichen Aspekt, den hatte ich ja lange Jahre zu berücksichtigen, ich denke nicht, dass es allzu viel bewirkt auf der Ebene sozusagen uns der öffentlichen Wahrheiten, um es mal so zu nennen, sondern
da sind ganz andere Dinge nötig, nämlich dass tatsächlich auch kirchlich, und da mache ich jetzt gar keinen Unterschied zwischen den Konfessionen, tatsächlich glaubwürdig vermittelt wird, dass sozusagen diese Geschichte des Ringens zwischen Naturgeschichte und Menschheitsgeschichte, so könnte man es ja kurz sagen, also zwischen nicht gemachter und gemachter Geschichte, dass es nicht die ganze Geschichte ist, sondern dass diese Geschichte auch Gottes Geschichte ist, meine individuelle, die Weltgeschichte, auch die Naturgeschichte. Ja, ja, erstaunlich, auch die Naturgeschichte, denn anders kann man den Schöpfungstheologie ja nicht verstehen. Sagen wir das laut genug? Und selbst wenn wir es laut genug sagen, dringen wir damit durch. Vielen Dank.